da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike, ein eigentlich schon abgeschlossenes LP. Ich habe aber gesagt, dass hier ja noch was kommt. Na gut, ich hatte eigentlich vorgehabt, das Ganze hier im Duo aufzunehmen, allerdings, naja, es hat sich so ergeben. Sollte nicht sein, ich mache trotzdem allein weiter. Ja, was haben wir hier noch zu tun? Wir haben hier in der Kampagne noch einen sogenannten Hard Mode, die Hard Campaign. Und die werde ich jetzt durchspielen. Ich hätte damit auch bei Advance Wars 1 anfangen können wieder. Allerdings, ich sag's euch gleich, das kommt noch. Ich mache die der Schwierigkeit nach. Und zwar möchte ich die ansteigen lassen. Und da ist die Advance Wars Dual Strike Kampagne, also von den schweren, ist es definitiv die einfachste. Ich werde hier übrigens nicht mehr wirklich groß auf die Story eingehen. Ich werde hier jetzt einfach nur noch eine Mission nach der anderen machen. Ich werde hier nichts mehr vorlesen. Die Story kennen wir ja bereits. So. Das können wir skippen. So. Aber wir können uns die Karten mal nochmal anschauen. Wir spielen hier gegen Rachel. Und ja, wir sehen hier schon, die hat ein paar Kampfpanzer hier aufs Schlachtfeld gebracht. Das Schlachtfeld ist im Prinzip dasselbe, nur dass es ein bisschen gepimpt wurde. Diese Mission möchte ich. Also wir dürfen hier alle Kurs verwenden, die wir schon gekauft haben. Das ist der Vorteil an der Advance-Kampagne hier. Und ja, ich möchte diese Mission mit Sammy und Eagle spielen, weil ich mit den beiden am ehesten zurechtkomme. Und wir können hier schon Skills reinmachen. Wir dürfen jetzt auch unter diesen drei Skills wählen, da wir die Kampagne durchgespielt haben. Diese zwei Skills hier unten, die da noch dabei sind, die kommen erst dazu, wenn man die Advance-Kampagne geklärt hat. Ich weiß jetzt, das eine ist, das sind zwei Super-Core-Power-Effekte, die passiv noch dazu kommen. Der eine macht das während der Super-Core-Power noch die Konterangriffe vor die normalen Angriffe kommen, und die andere macht das, dass man auf Städten Einheiten bauen kann. Also das eine ist der Super-Core-Power-Effekt von Sonja und das andere der von Hachi. Ich brauche erstmal wieder Glück, weil das ist der beste Skill, den man sich hier nehmen kann. Der ist zwar der most random Skill, aber er ist auch irgendwo der Beste. Ja, vor allem, wenn man das Glück mit noch mehr Glück stackt. Außerdem schadet es nie, ein bisschen mehr Glück zu haben. Sammy soll anfangen, das passt so, weil ich muss ja am Anfang sehr viel mit den Mech-Einheiten rumspielen. Okay. Dann haben wir das schon soweit. Zusätzlich eine Sache noch, wir spielen hier ab der ersten Mission schon mit Gaben. Das heißt, wir können uns schön austoben. Weil wir außerdem mit Sammy spielen, können wir uns auch schön mit unseren Mechaneiten austoben und vor allem mit diesem verdammten Glück. Einheit. Den Transporter stelle ich hier bereit, die Basis hier möchte ich einnehmen. Und dann beenden wir das Ganze erstmal. Die Basis gehört schon mal mir. Ich müsste meine Einheiten auf 4 HP runterschwächen, damit sie mich daran hindern könnte, dass ich das fertig besitze. Das ist der Sammy's Capture Bonus. Dann
hier hin. Und hier bauen wir einen Panzer. Und ja, erstmal Ende. Sehr schön, die Mechanik hat überlebt. Mehr wollte ich nicht. Die wird es jetzt nicht überleben. Oh, da hat das Glück wieder zugeschlagen. Nein, kommt der da? Der wird auf die Stadt kommen, allerdings brauche ich den Panzer hier. Wobei, brauche ich gar nicht. Ich habe den Mech hier. Ich brauche die nur, um zu verhindern, dass die Kampfpanzer da irgendwo mal ausbrechen. So. Dann greifen hier die Infanterie noch an. Und fertig. Was mir in der Mission wirklich Sorgen macht, ihre Spezialgabe. So, und schön draufholzen. Dann können wir den hier auch gleich anschwächen. Wobei, lasse ich da stehen. Kann ja sein, dass ich die noch brauche. Dennoch werde ich jetzt mal ganz kurz auf Eagle wechseln. Weil seine Gabe muss ich auch noch aufladen. Und die brauche ich unter Umständen noch. Jetzt gibt es ja eh erstmal schön drei Raketen mitten in meine Armee rein. Der Grund, warum ich es nicht mag, gegen Rachel zu spielen. Auch wenn wir hier keine Flieger haben, das sollte kein allzu großes Problem sein. Eagle lässt sich ja im Allgemeinen schon sehr gut spielen. Das einzige Problem, das ich jetzt habe, dass ich keine wirklich fitte Einheit mehr da habe. Die einzige Einheit, die mir hier gefährlich wird, ist dieser Jagdpanzer. Ich brauche aber meinerseits auch ein bisschen mehr davon. Aber ja, vor allem brauche ich seine Attack Power. Sollte ich die überhaupt dran hindern, das ist eigentlich fast egal. Naja, komm. Wenn man mal das Glück braucht.
Tanks. Ist mir egal, was du alles einnimmst. Schon Idel. Bisschen Glück sollst du auch mal haben. Na, ja, wenigstens etwas. Oh, sowas schafft er dann auch immer wieder. Die Einheit da ist gedeckt. Warum mal ein paar Infanterieeinheiten? So. Die super voll zu kriegen dauert noch ein kleines bisschen. Weiter draufballern, irgendwann ist sie schon da. Hey, da sollst du schießen. Noch eine Infanterie und hier noch einen Panzer. So, da schieße ich jetzt allein schon mal darauf, damit sich die Power weiter charged. Das noch irgendwie. Ich an die Artillerie ran, das ist schon mal gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder Trick 17 machen. Der alte Trick mit dem Instant Capture. Schaffen würde, sie jetzt in dieser Runde noch komplett von allen Einheiten zu erlösen. Ja.
Hauptquartier besetzen ist einfach stylischer. Den Panzer unten mache ich jetzt noch kaputt. Besetzt man das Ding hier noch. Und das Hauptquartier. Werde ich gut, hat ein bisschen in der Technik gehabt, aber immerhin im ersten Rang war es. Ist eh eine der schwierigeren Missionen von dieser Advance-Kampagne, finde ich. Über die Normalkampagne drüber schreiben, brauchen wir ja nicht mehr. Ist eh schon auf Ending. So. Das können wir skippen. So, da das hier eine Pre-Deployed-Mission ist, also dass wir keine Einheiten bauen können, bieten sich hier zwei Kos richtig gut an. Zum einen Hachi, weil der Einheiten bauen kann, wenn seine Super-Core-Power aktiv ist. Da es allerdings hier höchstwahrscheinlich nicht zu einer Super kommen wird oder erst sehr spät, wenn wir es nicht mehr brauchen, ist der nächste, der sich dafür anbietet, unser guter Herr Kanbei. Und weil er einen guten Tech-Partner braucht, nehmen wir Sonja dafür mit. Die Alternative wäre es natürlich... Moment... Da wir hier auch einiges an Fernwaffen machen müssen, dass wir das mit Grid machen. Können wir auch machen. Kanbei funktioniert hier allerdings meistens besser. Vor allem, weil der mit seinem Neotech hier unten noch gut aufräumen kann. Also dann, das machen wir mit Kanbei und Sonja. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum die Advance-Kampagne ein gutes Stück einfacher ist als die normale Kampagne. Die Tatsache, dass man sich für jede Mission seine Kurs aussuchen kann. Ja, erstmal die Infanterie wegmachen. Warum die Infanterie, fragt ihr euch jetzt? Ganz einfach. Einfach weil die Infanterie in der Lage wäre, das Hauptquartier von mir zu besetzen. Und das will ich nicht. So. Dann lassen wir den guten Chugger doch mal. Hier muss die Infanterie auch weggemacht werden. Die könnte mir die Artillerien zerfetzen. Grundsätzlich immer erst anschwächen, bevor dass man sie richtig kaputt schießt. So, die Infanterie kann man da stehen lassen, der Jagdpanzer beschützt die da schon. So, wechseln muss man, wenn ich das macht. Kanbei alleine. Kanbei. Erst den da kaputt. Den APC kümmere ich mich später.
40. Ach komm, das geht besser. Einmal Moraine Boost. Schon nochmal 55%. Ein bisschen Glück klappt's dann auch. Ach, Moment. Wenn der Steam schon wieder in meine Artillery Range reingestellt hat, dann kann ich gar nicht anders. So, nächste Runde hat er verloren. Just Jagger. War nett mit dir. Sogar noch 100 Speedpunkte.